So, ich stehe jetzt hier mit dem Stefan von Scarcycles. Stefan, naheliegende Frage, warum Scarcycles? Also Scarcycles ist zum einen, sind es die Initialen von meiner Familie, also Stefan, Claudia ist meine Frau, okay. Arne, mein Sohn und Ronja, meine Tochter. Okay. Und dann ist es ja das englische Wort für Narbe und das Hobby Mountainbike, das geht schlussendlich, wie eigentlich jeder weiß, der das betreibt, nicht ohne. Okay. Und dann daher diese zweideutige Namensgebung. Okay, und an deinem Fahrrad, was sind die Besonderheiten? Also wenn ich es mir so anschaue, das hast du jetzt selbst geschweißt und entwickelt? Das ist gelötet, also im Fillet Brace, gelötet mit Messinglot und Silberlot, je nach Ort und Stelle, ja, was es braucht. Und ja, der Rahmen, der entsteht eigentlich zu Hause bei mir in meiner Werkstatt. Okay. Und jeder Rahmen ist eigentlich ein Einzelstück. Also von der Art Fully gibt es mittlerweile zwei Bikes und jetzt das zweite Bike ist zum Beispiel der Hauptrahmen dann für den Nutzer, der das Rad dann fährt, individualisiert. Also der ist ein anderer Reach, ein anderer Stack und auch ein anderer Lenkwinkel wäre möglich zum Beispiel. Die Kinematik bleibt gleich. Okay. Und sonst gibt es noch, ich meine, der ganze Rahmen ist ja besonders, aber gibt es zwei, drei Sachen, die du hervorheben willst, wo du sagst, boah, das sind besonders cool gelöste Punkte? Ja, schlussendlich bin ich auch noch im Lernprozess, okay, und kann jetzt auch hier von der Expertise, die hier noch rumsteht, wirklich viel profitieren. Und, ja, ich glaube, das Rad wird einfach auch noch verschiedene Entwicklungsschritte mitmachen mit jedem Stück, wo man wieder baut, okay, was dann aber auch spannend ist. Und speziell, ja, das Ziel war eigentlich ein leichtes Fully zu bauen, ja, wirklich ein leichtes Fully, okay, aus was Stahl. Wiegt das jetzt? Das wiegt jetzt 12,9 Kilo, okay, so wie es da steht. Ja. Und vielleicht auch das Spezielle ist, dass der Range von dem Bike eigentlich anpassbar ist über Dämpferlänge oder, ja, Gabeleinbau. Also okay, von 105 mm Hinterbau bis 135 mm Hinterbau kann man eigentlich je nach Dämpferwahl variieren. Ja. Und je nach Dämpfer baue ich den hier an den verschiedenen Montagepunkten dann ein? Eigentlich einen längeren Dämpfer ein, okay, mit mehr Hub, ja, und dadurch generiert der Hinterbau natürlich mehr Federweg. Ja. Gut, okay, vielen Dank für die Infos, viel Erfolg. Dankeschön, auch Dankeschön.